Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu Game 2. Falls ihr euch denkt, dass wir nach der Aufregung letzter Woche weniger skandalös weitermachen, da habt ihr euch geirrt. Denn die Zeit der Knallerthemen und Aufreger ist noch nicht vorbei. Metal Gear Solid Survive. Ein Besuch bei der USK. Und unter dem Radar. Wo man bei anderen Spielen eher vom Hype-Train redet, müsste es bei Metal Gear Survive eher Lesterlock heißen. Das Spiel bekam nämlich nach der Ankündigung auf der Gamescom 2016 so viel Gegenwind, dass man den Entwicklern eigentlich schon zugutehalten muss, dass sie das Spiel überhaupt fertig entwickelt haben. Kommt aber auch echt einiges zusammen. Kein Hideo Kojima, kein Solid Snake, Always Online, Microtransactions, veraltete Grafik und noch nicht mal das Stealth-Gameplay, sondern einen Zombie-Survival-Modus. So 2014. Aber das Krasseste ist, Sebastian hat's gespielt und er findet's gar nicht mal so scheiße. Wie jetzt? Ja. Es ist vorbei. Ich weiß, es ist schwer, aber Metal Gear und Hideo Kojima sind voneinander getrennt. Wir werden Solid Snake wahrscheinlich nie wieder so sehen, wie es sein Papa gewollt hätte. Das ist die bittere Wahrheit, mit der wir uns irgendwie arrangieren müssen. Metal Gear Survive macht uns das nicht gerade leicht. Ein Spiel, das zwar den Markennamen trägt, inhaltlich aber ein frankensteiniger Flickenteppich aus Metal Gear Solid, Survival-Gewäsch und Zombie-Story ist. Puh. Es wäre so einfach, aus Frustration über das alles weiter auf Konami einzutreten, aber wir machen das anders. Wir holen noch einmal tief Luft. Und versuchen Survive so unvoreingenommen wie möglich zu betrachten. Schon allein deshalb, weil wir den wahrscheinlich größtenteils an der Kojima-Konami-Misere unbeteiligten Entwicklern eine faire Chance lassen wollen. Dass die diesen Scherbenhaufen von Spiel zusammenflicken mussten, während das gesamte Interwebs im Hintergrund mit Fackeln und Heugabeln zur Revolte aufrief, war bestimmt schon schwer genug. Alles ist gut. Lassen wir Solid Snake also Solid Snake sein und sagen herzlich Hallo zu unserem neuen, kein bisschen weniger charismatischen Titelhelden, Kartonkopfmann. Perfekt. Obwohl wir Kartonkopfmann da gerade erst im Charakter-Editor zusammengesteckt haben, hat er schon eine reichhaltige Backstory. Zu Beginn von Survive wird die in einer guten Stunde sämigen Story-Geplänkels ausgerollt. Lose an die Geschehnisse von Ground Zeroes geheftet, sehen wir den Angriff auf Snakes Motherbase. Er flüchtet, doch einige seiner Mitstreiter haben nicht ganz so viel Glück. Unter anderem Kamerad Faltkarton, der von einem plötzlich aufklappenden Wurmloch in ein Paralleluniversum gestaubsaugt wird. Und ja, die Entwickler haben dieses Wurmloch-Hintertürchen bestimmt nur deshalb aufgestoßen, weil sie Angst vor der konfusen Metal Gear Storyline haben. Und wer könnte ihnen das schon übel nehmen? The White House was our primordial soup. The nanomachines in your cerebral cortex. Lalilulelo. Super Baby Method. Lalilule. What? Das Paralleluniversums-Ding erklärt dann auch, vielleicht, warum plötzlich Zombies mit Edelsteinköpfen eine Rolle spielen, Survival den ganzen Stealth-Kram beiseite wischt und es grafisch so aussieht, als ob es auf einer PlayStation 2 mit akuter Altersschwäche läuft. Egal, Kartonkopfmann rettet sich auf jeden Fall in die krümeligen Überreste der Motherbase, schlägt mit einem neu gewonnenen Soldatenkumpel ein Lager auf und arbeitet mit Hilfe zweier KIs an einem Heimweg durchs Wurmloch. Fertig. Mehr braucht ihr eigentlich nicht wissen, um die Geschichte zu durchblicken.
Wie die Entwickler es geschafft haben, die platte Prämisse zu einem einstündigen Möchtegern-Epos aufzublasen, ist uns aber auch nicht so ganz klar. Obwohl doch, mit viel Blabla über schnarchigen Standbildern zum Beispiel. Take a look at this photo. 1968. South Vietnam. It was taken in a town in the north by a journalist. Aber sei's drum, Kartonkopfmann ist auf jeden Fall im Spiel angekommen. Ziel ist es jetzt, Wurmloch-Energie zu schürfen, um irgendwann wieder nach Hause zu können. Da die Parallelwelt namens D-Tay alles andere als ein schmusiges Schlaraffenland ist, muss er dafür ganz schön strampeln. Er will ja nicht plötzlich wegen Dehydration, Nahrungsmangel oder einem abgebrochenen Fingernagel umkippen. Alles möglich, alles schon passiert. Deshalb bastelt er sich ganz MacGyver-mäßig aus Bleistift, Bindfaden und prinzipiell allem, was er in die Finger bekommt, Werkzeug zum Überleben. Die Survival-To-Do-Liste unseres Pappfreundes sieht, grob umrissen, so aus. Punkt 1. Jagen. Für schmackofatzige Steaks oder leckere Suppe kann unser Held nicht in den Supermarkt. Deshalb gilt es, in der Open-World-Wildnis nach Tieren, Kräutern und Früchten Ausschau zu halten. Seine Jagdmethoden mögen unkonventionell und seine Kenntnisse der Fauna mangelhaft sein. Aber hey, solange es irgendwie mit dem Überleben klappt, passt das schon. Punkt 2. Trinken. Der Limokasten hat's leider nicht durchs Wurmloch geschafft. Deshalb sammelt unser Pappkopf Flaschen und Behältnisse, um sich an Tümpeln abgestandenes Pipi-Brackwasser abzufüllen. Das wird dann am heimischen Lagerfeuer sauber abgekocht und... Cheers! Punkt 3. Sammeln. Keine Tätigkeit steht mehr für den gemeinen Überlebenskampf. Nicht nur alles, was glänzt und blinkt, wird sich in die Taschen gestopft, auch Fässer, Bäume oder Tische werden zerkloppt, um sich ihre kostbaren Einzelteile einzuverleiben. Kartonkopfmann ist ein verdammter Messi, aber Messis leben in der Postapokalypse einfach länger. Außer wenn er seine Traglast überschreitet und plötzlich vor einer Horde Zombies davonkriechen muss. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Punkt 4. Bauen. Die schicksten Ressourcen nutzen wenig, wenn sie nicht zu viel schickeren Sachen wieder zusammengelötet werden. In der ausbaubaren Basis bastelt sich unser Held deshalb nach und nach ein neues Haus mit Gemüsegarten, Smokergrill, Trinkwasserreservoirs und einer fetten Anlage, über die er schön alte Metal Gear Soundtracks pumpt. Der Knaller! Punkt 5. Hauen. Keine postapokalyptische Parallelwelt kommt ohne Zombies aus. Deshalb gilt's, die in Massen kaputt zu machen. Das bringt dann auch gleich Energiepunkte, mit denen sich unser Held ordentlich aufpumpen kann. Genau, was ich befürchtet hatte. Steroide. Zerkloppt werden die Zombies mit selbstgebauten Waffen wie Speer, Axt oder Pfeil und Bogen. Die wahre Geheimwaffe sind allerdings Zäune. Weil Zombies saublöde Viecher sind, laufen die brav dagegen, während er sie wegpicken kann. Dumpfbacken. Punkt 6. Questen. Wenn unser Pappkamerad Ausrüstung, körperliche Bedürfnisse und Zombies halbwegs im Griff hat, erledigt er wichtige Aufgaben. In der Regel gibt es da zwei Variationen. Entweder muss er einen Gegenstand aus einer Ruine voller Kristallschädel-Zombies bergen oder einen Punkt auf der Karte gegen Gegnerwellen verteidigen. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil der Spielwelt von einem giftigen Nebel bedeckt wird. In ihm kämpft Kartonkopfmann nicht nur mit seinem Sauerstoffhaushalt und erschwerter Sicht, sondern muss auch noch die suppige Grafik ertragen, die so direkt aus einem Nintendo 64-Spiel stammen könnte. Und das ist eigentlich grob das, was ihr vom Spiel erwarten könnt. Aber bevor ihr euch jetzt ein finales Urteil anhand der schrecklichen Grafik, der fürchterlichen Inszenierung und des abwechslungsarmen Gameplays bildet, müssen wir euch was gestehen. Wie sage ich das jetzt am besten? Wir haben irgendwie Spaß an Metal Gear Survive? Ja, ich weiß, das klingt verrückt. So viel an dem Spiel ist falsch. Die Menüs sind groteske, unübersichtliche Designfehler. Die durch Hunger und Durst gesetzten Zeitlimits sind extrem lästig. Dass wir die Kampagne nicht zusammen mit anderen Spielern angehen können, ist saudumm. Stattdessen bekommen wir einen zwar ganz spaßigen, aber auch wie vergessenes Beiwerk wirkenden kooperativen Gegnerwellenmodus. Und wirklich unverzeihlich sind die Mikrotransaktionen. Sie ziehen uns fast 10 Euro aus den Taschen, sollten wir einen zweiten Charakter erstellen wollen. Oder 3, wenn wir mehr als 4 verschiedene Equipment-Loadouts anlegen. All das unterstreicht noch einmal, dass bei Konami einiges schiefläuft. Metal Gear Survive ist ein verqueres Spiel, das immer wieder deutlich das Drama und Chaos hinter den Kulissen des Entwicklers durchscheinen lässt. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, spielen wir motiviert weiter. Metal Gear Survive ist ein Survival-Ding nach Schema F, aber es funktioniert. Das Aufrüsten von Basis und Equipment macht einfach Spaß. Auch die Kämpfe mit den 0815-Toten fühlen sich noch ein bisschen Eingewöhnung gut an. Und sogar die strunzdumme Handlung übt einen eigenartigen Reiz auf uns aus.
Wir machen auch deshalb weiter, weil wir erfahren wollen, wie diese ganze Chose jetzt mit der Metal Gear-Reihe verwoben sein soll. Wir wollen wissen, welche saudummen und trashig inszenierten Plot-Twists sich die Schreiber haben einfallen lassen. Und sei es nur, damit wir uns darüber beömmeln können. Wir sind irgendwie fasziniert von diesem spielgewordenen Markengenickbruch. Metal Gear Survive ist, trotz der ganzen Konami-Dreckwäsche, eine unterhaltsame Trash-Parade. Oder vielleicht ist das alles nur eine Verschwörung? Wurde unser Redakteur mit fettem Geldbeutel von Konami geschmiert? Ist unser Hideo Kojima nur ein Fake? Warum trägt Kollege Markus so eine dumme Augenklappe? Und wer war da eigentlich die ganze Zeit unter dem Pappkarton? Okay, Skandal Nummer 1 hätten wir. Was kommt jetzt? Ein echter Schocker. Zerspratzende Körperteile, Blutfontänen, Leichenberge. Ein Beitrag zwischen Brutalität und Legalität. Dead Rising. Nein. Doom. Nope. Gears of War? Die USK. Guten Abend. Es folgt ein Sonderbeitrag zum Thema USK. Die USK organisiert den Prüfprozess nach dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag in Kooperation von USK und dem OLJB, woraus eine Altersfreigabe resultiert, die einen hoheitlichen Verwaltungsakt mit Rechtsfolgen gemäß § 14 JUJK darstellt. Tut mir leid, hab grad nicht zugehört. Ja, ihr habt ja recht. Irgendwie ist das Thema Jugendschutz ziemlich öde. Wir bräuchten einen Skandal, einen richtig brisanten Aufhänger. Moment, gibt es vielleicht wieder eine Killerspiel-Debatte? Ja, das Thema Killerspiele ist das Gesprächsthema Nummer 1 bei den Leuten. Eine große Killerspiel-Debatte gab es eigentlich in den letzten Jahren nicht mehr. Weder die Vokabel noch die grundsätzliche Frage, dass dieses Medium so wirkmächtig ist, dass es wirklich Menschen manipuliert in einer viel größeren Form, ist jetzt mir persönlich in der Arbeit für die USK nicht widerfahren. Okay, tja. Aber jetzt fällt mir was ein. Was ist mit Lootboxen? Das Thema müsste bei der USK doch Wellen schlagen. Laut einem Artikel der Welt überlegt die Kommission für Jugendmedienschutz der Landesmedienanstalten sogar, Lootboxen in Videospielen zu verbieten, weil sie stark an Glücksspiel erinnern. Sogar den eigentlich gutmütigen Trant hat das stinksauer gemacht. Von selbst wird dieser Spielcasino-Virus auf jeden Fall nicht wieder verschwinden. So viel ist sicher. So viel ist sicher. Also, Glücksspiel und Jugendliche, das ist ein heißes Eisen. Ja, das Thema Lootboxen ist das Gesprächsthema Nummer 1 bei den Leuten. Erstmal müssen Anwälte und der Staat klären, was ist Glücksspiel und was nicht und worunter eben die Lootboxen fallen. Bis dahin schauen wir vom Spielfeldrand sehr entspannt zu und gucken uns das an. Gut, Lootboxen sind also noch kein Thema bei der USK. Okay. Jetzt habe ich was. Wie die Seite wccftech.com berichtete, wurde Spielesucht nun offiziell von der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit anerkannt. Sogar der normalerweise unsüchtige Trant ist diesem Aspekt zum Opfer gefallen. Ist mir egal, halt die Klappe und zock weiter. Okay. Spiele mit hohem Suchtfaktor wie WoW, Diablo 3 oder Monster Hunter World könnten also möglicherweise in Zukunft von der USK höher eingestuft werden, richtig? Die Schwierigkeit bei der Suchtfrage ist natürlich eine Definitionsfrage. Du hattest als Beispiel Diablo genannt. Meine Freundin motiviert es gar nicht, weil dieser Core Loop von Hack and Slay und noch ein neues Item, und das motiviert die nicht. Für sie ist eine starke Story ausschlaggebend. Ja, ja, deine Freundin, ich geb's auf. Die heißen Themeisen scheinen gerade aus zu sein. Gut, machen wir halt noch einen allgemeinen Beitrag. Also Kinder, was macht eigentlich die USK genau? Das erklärt euch mal kurz der liebe Onkel Micha. Das ist die USK. Die prüft, ob man ein Spiel in Deutschland ab 0, ab 6, ab 12, ab 16 oder sogar erst ab 18 kaufen darf. Bei der USK arbeiten Leute, die fast alle Videospiele komplett durchspielen, bevor man sie überhaupt kaufen kann. Die heißen Sichter. Deshalb liegen hier mehr als 40.000 Spiele rum. Wow! Wenn die Sichter das Spiel zu Ende gesichtet haben, zeigen sie das Spiel dem sogenannten Prüfgremium. Ihr ahnt es schon? Die sollen das Spiel prüfen. Und damit dieses Gremium besonders korrekt prüfen kann, haben 14 andere schlaue Leute ganz lange darüber diskutiert, worauf man Videospiele im Jugendschutz überprüfen sollte. Die nennen sich Beirat. Wenn das Prüfgremium fertig ist mit Prüfen, bekommt das Spiel ein passendes Alterskennzeichen aufgedruckt. Total praktisch.
Denn im Laden wissen dann Eltern und Verkäufer genau, welches Spiel man dem Kind kaufen sollte und welches nicht. Toll. Okay, klingt simpel. Mehr Gewalt ist gleich höheres Alterskennzeichen. Aber Moment, wieso ist dann Battlefield 1 ab 16, während Call of Duty World War II ab 18 ist? Gewaltgrad und Spielprinzip sind eigentlich ziemlich vergleichbar und beide Spiele spielen im Krieg. Außerdem sieht beides auch verdammt realistisch aus. Also, wie kann das sein? Jedes Spiel ist halt eine Einzelfallentscheidung. Und bei Battlefield 1 dachten sich das Gremium, die Story ist sehr spannend, die Charaktere sind sehr tiefgehend und sind nicht die krassen Stirnacken und Superhelden, die wir sonst immer in Kriegs- oder Antikriegsspielen erleben. Und in dem Fall dachte sich das Gremium, so tief wie das geht, auch mit den inneren Konflikten, was sie an posttraumatischem Stress erleben und so weiter, das kann man durchaus 16-jährigen Spielern zumuten, um einfach eine weitere Facette des Krieges mit ins Spiel reinzunehmen und in die Ratings mit reinzunehmen. Alles klar, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn ein Spiel also kunstvoller oder intelligenter ist, kann die dargestellte Gewalt dadurch weniger schwer wiegen? Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken und uns an Spec Ops The Line erinnern, dann haben wir ein Spiel, was sehr detailliert mit Gewaltdarstellung, ja auch teilweise mit Kriegsverbrechen und mit so Traumsequenzen drin war und wo aber trotzdem für jeden erkennbar auch drin war, was für ein hohes Niveau an künstlerischem Anspruch sich der Entwickler für dieses Medium genommen hat und auch Zeit genommen hat. Wir sehen zum Beispiel bei Spielen wie This War of Mine, dass es vom Setting her so spannend war und so gut aufgearbeitet war, dass wir das auch für Jüngere durchaus interessant fanden und sich das Gremium entschlossen hatte, über die eigentlichen Alterskriterien hinwegzugehen und eben zu sagen, dieses Spiel sollte man Jüngeren nicht vorenthalten, es könnte auch gut im Unterricht eingesetzt werden. Spiele wie Life is Strange machen das Ganze mit der Coming-of-Age-Geschichte, die man vielleicht erst wirklich 15-Jährigen, 16-Jährigen eigentlich zumuten müsste, aber die dennoch vom Thema her auch für die 13-, 14-Jährigen schon derart interessant ist, dass das Gremium gesagt hat, das können wir auf jeden Fall niedriger freigeben. Natürlich haben Spiele, die sehr historisch akkurat sind oder eine starke, komplexe Story haben, die auch im besten Fall gut ist und wo man was draus lernen kann, eine bessere Chance als Spiele, die einfach doof sind oder stumpf. Gut. Aber wie kunstvoll oder intelligent Spiele sind, ist natürlich meistens Ansichtssache. Spielehersteller oder Landesjugendbehörden könnten logischerweise manche Alterseinstufungen unpassend finden. Aber was können sie dann eigentlich machen? Onkel Micha erklärt's euch. Manchmal findet ein Spielehersteller ein Prüfergebnis des Gremiums doof und will ein sogenanntes Berufungsverfahren. Wenn der Spielehersteller es schafft, der Prüfung des Prüfgremiums neu zu überprüfende Argumente hinzuzufügen, vergibt das Prüfgremium manchmal doch ein anderes Alterskennzeichen. Aber ganz manchmal findet eine der sogenannten Landesjugendbehörden dieses neue Alterskennzeichen auch doof und will ein sogenanntes Appellationsverfahren. Und das, obwohl ja die zweite Überprüfung der Prüfung des Prüfgremiums auf Basis der vom Prüfungsbeirat überprüften Prüfkriterien und der vom Prüfgremium überprüften ergänzenden Prüfkriterien des Spielherstellers durchgeprüft wurde. Und falls die Landesjugendbehörde am Ende recht bekommt, vergibt das Gremium doch nochmal ein anderes Kennzeichen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Doch wenn schon der Faktor Gewalt zu solch endlosen Diskussionen führt, was ist dann erst mit subtilem Psycho-Horror? Spiele wie Amnesia, Slenderman oder die PT-Demo liegen voll im Trend, verzichten jedoch größtenteils auf explizite Gewaltdarstellungen. Die Angst wird vor allem über die Fantasie des Spielers erzeugt. Aber wie misst man etwas, das man nicht sehen kann? Die Grenze ist da einfach immer überschritten, wo wir sagen, das Gremium kann nicht ausschließen, dass sich eine dauerhafte Beeinträchtigung einstellt. Da gibt es zum Beispiel die japanische Serie Project Zero, in der sehr viele kleine identische Zwillingsmädchen rumlaufen, creepy Geräusche stattfinden und immer wieder irgendwas im Hintergrund passiert. Das ist dann ein sehr subtiler Horror, der stattfindet, ohne dass wirklich Gewalt gezeigt wird. Also so, wie man japanischen Horror einfach nur lieben kann. Und das Rating ging dann auch bis zu 18 hoch, obwohl eigentlich nichts zu sehen war. Ja, die Japaner mal wieder. Aber wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich mit den kulleräugigen, großbusigen Mädels, die in der japanischen Spielkultur schon lange Usos sind? Ist ja oft ein schmaler Grat.
Für uns ist es auch schlimm, aber das hängt von einem bestimmten Punkt ab. Wie schlimm nämlich die Objektifizierung von Frauen stattfindet, wie das halt in japanischen Edgy-Games eher der Fall ist. Das ist momentan ein Punkt, wo wir sehr stark hingucken. Das Strafrecht hat sich auch geändert, was das angeht. Bei der Posendarstellung von Minderjährigen zum Beispiel ist es verschärft worden. Das ist was, was wir inzwischen mit beachten müssen. Und die Bundesprüfstelle hat diesen interessanten Punkt der Unsittlichkeit, der natürlich unsagbar klingt, aber extrem wichtig ist, der eben genau auch auf diese Objektifizierung der Frauen guckt. Und das ist einfach ein Prüfkriterium, was wir beachten müssen. Und natürlich sind wir da alle viel wacher, als wir es noch vor 10 Jahren waren, als es irgendwie noch im Winterschlaf lag. Okay, offenbar tut sich öfter mal was bei den Prüfkriterien. Aber was ist dann mit Virtual Reality? Egal ob nun die menschenfressende Familie Baker aus Resident Evil 7, die bedrückenden Flure der Nervenheilanstalt aus Town of Light oder die knarzenden Dielen des Herrenhauses in Layers of Fear, VR ist schlicht das krasseste Update ever für gepflegtes Herzrasen. Das war jetzt woanders, Alter. Wie geht die USK mit der neuen Technik um? Am Anfang haben die Gutachter und Gutachterinnen auch den Sprung gemacht, sozusagen das klassische 12er-Titel unter VR auf einmal eine 16 bekam, 16 eine 18 und auch natürlich normale, einfache Nuller-Titel zur 6 hochgeschwungen sind. Also eine Stufe Upgrade war dann schon festzustellen. Mittlerweile hat sich das eingepegelt, die Gutachter und Gutachterinnen wissen Bescheid, sehen die Wirkung und eigentlich sind wir jetzt in ungefähr auf einer Linie mit der klassischen Spruchpraxis, die wir ohne VR haben. Klingt ja schon alles ziemlich modern. Dead Rising 4 hat beispielsweise eine 18er-Freigabe bekommen. Die Vorgänger waren für die USK noch zu schlimm und sind bei der BPJM gelandet. Achso, Moment, BPJM? Was ist denn das eigentlich? Manchmal findet das Prüfgremium, dass ein Spiel ganz besonders schlimm ist und verweigert dem Spiel eine Alterseinstufung. Dann landet das schlimme Spiel auf der Straße. Und wenn bestimmte Leute sich dann an dem schlimmen Spiel stören, schreitet manchmal die sogenannte BPJM ein. Die BPJM ist besonders schlagkräftig, denn sie kann ein Spiel indizieren, wenn sie das für nötig hält. Böse. Indiziert heißt, darf nirgendwo öffentlich in Deutschland verkauft oder beworben werden. Und das tut dem Spiel dann richtig weh. Dumm gelaufen. Ja, wieder was gelernt. Aber nochmal, warum ist Dead Rising 4 ab 18 freigegeben? Da laufen doch noch viel mehr Zombies rum als in den Vorgängern. Wir sagen immer scherzhaft, der Zombie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das schien bei diesem Titel dann wirklich endgültig so zu sein, dass man gesehen hat, die Zombies sind keine einzelnen Wesen, sondern eine große uniforme Masse, die eher als Schwarm wahrzunehmen sind, haben dazu geführt, dass die USK in ihrem letzten und höchsten Gremium, im Appellationsgremium, eben entschieden hat, hier auf ein Kennzeichen zu gehen. Sehr knappe, aber für uns auch sehr große und sehr wichtige Entscheidung. Apropos Mitte der Gesellschaft. Vor allem bei Shootern geht der Trend ja klar zum Multiplayer. Spieler feuern heute deutlich häufiger auf menschliche Gegenspieler als auf KI-Soldaten. Aber gilt Multiplayer-Geschrote nicht eigentlich seit Counter-Strike als besonders schwierig? Beim Multiplayer sehen wir ganz klar die Nähe zum Sport. Es gibt eine Verabredung, die Gegner beleidigen sich gegenseitig ganz ordentlich. Sie stehen aber auch wieder auf. Wir haben natürlich absolut diesen Respawn-Effekt, der gegen die Immersion eines Videospiels einfach antritt. Und damit wird eigentlich Multiplayer im Grunde genommen immer eine geringere Wirkung nachgesagt als den Story-Singleplayer-Modus. Tja, irgendwie schaut also auch die USK auf den viel zitierten Zeitgeist und passt ihre Prüfkriterien ständig den technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen an. Über die Jugendschutzkriterien von heute wird vielleicht schon bald geschmunzelt, denn auch unsere Wahrnehmung von Spielen befindet sich ja in einem ständigen Wandel. Ob also in 10 Jahren ein potenziell fotorealistisches Battlefield in VR aus Sicht der Jugendschützer doch zu weit geht, zeigt sich genau dann, wenn es erscheint. Sehr gut, damit ist der Bildungsauftrag für heute auch erledigt. Ich weiß nicht, findest du nicht, dass für 17,50 Euro noch ein bisschen mehr drin wäre? Nee, was denn? Na, so ein paar kleine News vielleicht. Nee. Ach komm schon, nee. So ein paar klitzekleine, nee. Komm schon. Na, okay. Nee, naja, so ganz große Meldungen gibt es diese Woche auch einfach gar nicht. Klein, aber fein lautet das Motto. Wir starten mit einer Verfilmung eines Indie-Spiels. Papers, Please zählt sicherlich zu den ungewöhnlichsten, aber auch gefeiertsten Indie-Games der letzten Jahre. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen Bürgers, der in einem fiktiven totalitären Staat als Grenzkontrolleur arbeitet. Damit entscheidet ihr nicht nur über die Schicksale der Einwanderer, sondern seid mit dem Job auch für das Überleben der eigenen Familie verantwortlich. Jetzt hat das mehrfach ausgezeichnete Werk eine Kurzfilm-Adaption bekommen. Den gut 10-minütigen Streifen Papers, Please gibt's in russischer Sprache kostenlos etwa auf YouTube zu sehen. Und keine Sorge, bei den über 20 Untertitelsprachen ist auch Deutsch dabei.
Ihr habt keinen Bock mehr auf die 2,5-Finger-Technik, ihr wollt mal so richtig professionell die Tasten hauen, habt aber keinen Bock auf euren Kurs an der Volkshochschule, dann ist vielleicht David Lynch Teaches Typing genau das Richtige für euch. In dem Gratisprogramm von Entwickler Rhinos Du führt euch der Großmeister des Surrealen höchst selbst in die 10-Finger-Tipptechnik ein. This is filmmaker David Lynch. Klingt bizarr, ist es auch. Sonst würde ja nicht David Lynch draufstehen. Wir sagen, kann man sich auf den Zahn legen, wenn man mal 5 Minuten übrig hat. Na, seid ihr auch so mega happy darüber, dass Altmeister Yu Suzuki dank Crowdfunding Push nun die Kohle zusammen hat, um sein Langzeitprojekt Shenmue mit dem dritten Teil endlich abzuschließen? Na, freut euch nicht zu früh. Wie Segas ehemaliger Star-Designer in einem Interview mit der französischen Seite Gamers Flag mitteilte, werde Shenmue 3 ein offenes Ende haben. Mindestens ein weiterer Teil sei also nötig, um die Rachegeschichte um Ryu Hazuki fertig zu erzählen. Die gesamte Shenmue-Story sollte sich ursprünglich auf 5 bis 6 Spiele erstrecken. Die ersten beiden Teile erschienen 1999 und 2001 für den Dreamcast. Seit 3 Jahren arbeitet Yu Suzuki nun an Shenmue 3, das möglicherweise noch 2018 fertig wird. Und das waren alle News der Woche. Mein Name ist Michael Krugmann, ich bin rausgeholt. Dieser Krugmann ist einfach ein Teufelskerl. Hammer, ey. Die News einer Woche, sachlich kompetent in der kurzen Zeit. Krasser Typ, ey. Bravo. Ja, kannst du dich der Rest hier mal eine Scheibe von abschneiden? Genau. Wenn die nämlich wirklich alle guten Titel in der Sendung behandeln würden, dann müsste es so eine Rubrik wie Unter dem Radar gar nicht geben. Ja, tun sie aber nicht. Nee, tun sie nicht. Ja, Matrose, wie konnten Sie die ganzen Spielschmerzgranaten übersehen? Sie waren unter dem Radar. Unter dem Radar. Es ist mal wieder Zeit, den Radar auszupacken und das weite Spielemeer auf Hits zu scannen. Auch zum noch frischen Jahresbeginn zeigen sich dicke Granaten, die ihr vielleicht mal auf der Hardware eurer Wahl einschlagen lassen solltet. Dass die Macher von Rogue Legacy ein Händchen für herausfordernde Spielkonzepte mit Suchtfaktor haben, zeigen sie erneut mit Full Metal Furies. Die Welt will mal wieder gerettet werden und so versammeln sich 4 knallharte Ladies, um den Angreifern in den Hintern zu treten. In dem Brawler-Shooter-Mix ballert und prügelt ihr euch mit bis zu 3 menschlichen Kompagnons durch die feindverseuchten Level. Jede Kämpferin gehört einer anderen Klasse wie Tank oder Nahkämpfer an, entsprechend unterscheiden sich ihre Fähigkeiten. Habt ihr genug Gegnerhorden niedergemäht, steigen eure Heldinnen im Level und lernen neue Skills. Frische Ausrüstung bekommt ihr natürlich auch regelmäßig. Zwischen den Schlachten halten euch witzige Dialoge bei Laune. Schon nach kurzer Spielzeit zieht der Schwierigkeitsgrad deutlich an. Keine schlechte Sache, allerdings sorgen einige zusätzliche Spielelemente dafür, dass das sonst so geschmeidige Spieltempo etwas zäh wird. Sucht ihr die Herausforderung, bekommt ihr mit Full Metal Furies abwechslungsreiche und schicke Koop-Action. Ein flüchtiger Blick auf Iconoclasts lässt nicht vermuten, dass die Entwicklung ganze 8 Jahre gedauert hat. Die lange Zeit hat sich aber gelohnt, denn das Metroidvania-Abenteuer überzeugt auf ganzer Linie. Eine mächtige Kirche kontrolliert die Energieversorgung und hat die gesamte Gesellschaft im Griff. Ihr steuert die junge Mechanikerin Robin, die eigentlich nur ihren Mitmenschen helfen möchte. Das gefällt den Machthabern aber gar nicht, da die nur ihre eigenen systemtreuen Schrauber an die heikle Technik lassen. So landet Robin im Visier der Kirche und schließlich beim Widerstand. Die Geschichte ist überraschend tiefgründig und spannend, verlangt aber auch viel Aufmerksamkeit. Und keine Sorge, das Gameplay bleibt auch nicht auf der Strecke. Bewaffnet mit einem Multitool-Schraubenschlüssel kloppt ihr Gegner nieder, öffnet Türen, repariert Apparaturen oder löst Rätsel. Regelmäßig gibt es frisches Werkzeug, womit sich wiederum neue Wege öffnen und alte erweitern. Typisch Metroidvania halt. Ungewöhnlich ist aber, dass ihr bereits früh im Spiel sämtliche Hilfsmittel in die Hand gedrückt bekommt, die ihr fürs Knobeln benötigt. Ihr habt genau die richtige Menge an Hilfsmitteln, um die vielfältigen Aufgaben zu lösen und werdet nicht ständig mit neuem Schnickschnack beworfen. So wirkt alles angenehm aufgeräumt. Die Rätsel sind dabei trotzdem äußerst abwechslungsreich und clever gestaltet. Der Mix aus Knobeln, Kämpfen und Erkunden sitzt einfach. Iconoclasts erfindet das Rad zwar nicht neu, setzt aber alle Elemente passgenau ein und unterhält von Anfang bis Ende. Nach einer langen Early Access Phase könnt ihr jetzt endlich in die fertige Unterwasserwelt von Subnautica eintauchen. Ihr seid auf einem Alien-Planeten abgestürzt, der aus einem einzigen Ozean besteht. Da wollt ihr natürlich schleunigst wieder weg, nur leider fehlt dafür so einiges.
Also heißt es abtauchen, auf Nahrungssuche gehen und fleißig Kram sammeln. Habt ihr genug Schrott gesammelt, können Basen, U-Boote oder Werkzeuge gebaut werden, die euch Zugang zu neuen Gebieten verschaffen. Das motiviert enorm, da eben jedes neue Tool auch sofort einen neuen Weg öffnet. Blöd nur, dass ihr in den Tiefen nicht allein seid. Hallo? Dort unten wimmelt es nur so von hungrigen Alien-Fischmonstern. Denen solltet ihr lieber aus dem Weg gehen, denn Waffen sind eher rar gesät. Und wenn überhaupt, dann jagen eure Spielzeuge nur den kleinen Schuppenviechern Angst ein. So herrscht bei jedem Tauchgang eine gute Portion Anspannung. Trotzdem will man immer wieder abtauchen, denn das fremde Nass ist gefüllt mit Atmosphäre. Von bunten Riffs über dunkle Tiefsee, das Meer ist einfach schön und beängstigend zugleich. Nur einige technische Mängel wie Ruckler und Pop-Ins stören die Erkundungstouren. Subnautica fasziniert bis zuletzt und bietet damit eines der besten Survival-Erlebnisse der letzten Jahre. Entstaubt euren 3DS! Es gibt Nachschub! Nach seinem Handheld-Debüt 2011 erscheint der JRPG-Klassiker Radiant Historia mit Perfect Chronology nun nochmal im frischen Gewand. Es herrscht Krieg. Auslöser dafür ist eine verheerende Wüstenseuche, die einfach alles in Sand verwandelt. Die herrschenden Fraktionen kämpfen daher um jedes Stückchen bewohnbares Land. Ihr spielt dabei den Agenten Stock, der auf einer Mission auf ein Buch stößt, mit welchem er durch die Zeit reisen kann. Mit ein paar Gefährten im Schlepptau bewegt ihr euch zwischen zwei Zeitlinien und versucht, die Krise zu überwinden. Die Story samt Zeitreise-Feature ist die größte Stärke des Rollenspiels. Dank gelungener Vertonung kommt die hervorragende Geschichte auf dem 3DS noch besser zur Geltung als beim stummen Original. Und, wer hätte es gedacht, natürlich wird auch gekämpft. Die Keilereien sind rundenbasiert und finden auf einem schachbrettartigen Spielfeld statt. Dabei stellt die Positionierung von Helden und Schurken eine wichtige taktische Komponente dar. Weniger gut gealtert ist die Optik, die trotz Makeover leider immer noch sehr altbacken aussieht. Dafür bekommt ihr eine dritte Zeitlinie, die euch in Was-wäre-wenn-Szenarien wirft. Wer nur ansatzweise ein Herz für JRPGs hat, ist bei Radiant Historia gut aufgehoben. Oh Bayonetta, du hast damals echt eine Menge fragende und fassungslose Gesichter hinterlassen. Hexe wacht nach 500 Jahren auf. Sie weiß nicht, wer sie ist. Tanzen Fauzi-Engel in Europa mit ihrem Haar. Ich bin kleiner als dieser Stuhl. Oh, verstehe. Hinter all der Absurdität verbirgt sich aber tatsächlich ein erstklassiges Hack'n'Slay, was ihr jetzt auch auf der Switch zocken könnt. Und das sogar im Doppelpack, denn zu Bayonetta 2 bekommt ihr den ersten Teil dazu. Für alle, die die Sexy Hexy nicht kennen, hier eine kurze Zusammenfassung. Bayonetta ist eine zwar steinalte, aber trotzdem noch mega knackig agile Superkampfhexe in bester Japano-Wahnsinnstradition. Also richtig schön mit Pistolen in den High Heels und aufputschenden magischen Lollis. Ach ja, und sie trägt einen Anzug aus Haaren, aus dem sie je nach Laune blutrünstige Dämonendrachen formt. Ja, das Hexengemetzel ist ziemlich abgedreht, aber auch mindestens genauso großartig. Die Switch-Version bringt dabei einige Vorzüge mit sich. Zum einen habt ihr deutlich geringere Ladezeiten, viel wichtiger aber, geschmeidige 60 Frames. Naja, zumindest fast immer. In Ausnahmesituationen kann die Bildrate auch mal fallen. Die Auflösung zeigt leider nur minimale Veränderungen. Da hätten wir uns mehr gewünscht. Viel mehr zu meckern gibt es aber nicht. Die beste Zeit mit der bezaubernden Bayonetta habt ihr nun definitiv auf der Switch. Beautiful. Ein bisschen Earth Defense Force Flair gemixt mit Edge of Tomorrow und rundenbasierter Strategie. Das ist Into the Breach. Die Erde wird von riesigen Insekten-Aliens angegriffen, aber zum Glück haben die Menschen passend große Mechs gebaut, um die extraterrestrische Brut derbe zu verhauen. Ach ja, glücklicherweise wurden auch Zeitreisen erfunden, um bei Misserfolg nochmal zu starten. So stellt ihr ein Team aus 3 Kampfrobotern mit individuellen Fähigkeiten zusammen, um die heimischen Städte zumindest vor zu großen Schäden zu bewahren. Ein totales Ausräuchern der Insektensippe ist nämlich nicht möglich. Into the Breach mag bis hier wie ein Standard-Strategiespiel wirken, doch dieser Eindruck täuscht. Genaue Planung ist Pflicht, denn schon während eures Spielzuges steht fest, wo die Gegner als nächstes angreifen und auch wie viel Schaden sie machen werden. Und auch die Zerstörungskraft eurer Angriffe steht exakt fest. Zufallseffekte und Attacken ins Leere gibt es nicht. Somit sind Faktoren wie Wahrscheinlichkeit oder Risiko komplett eliminiert, wodurch Into the Breach eher einer Partie Sci-Fi-Schach mit einem hohen Maß taktischer Planung ähnelt.
Die Mech-Strategie mag klein und unscheinbar aussehen, spielerisch gehört Into the Breach aber zu den ganz Großen. Ey, zum Glück ist die Sendung keine Wurst. Warum? Ja, dann hätte sie zwei Enden. Stimmt. Ja. Eins ist schon schlimm genug. Ja. Wieder schauen. Reingehauen. Und Cut! Okay, Leute, Drehschluss. Nice. Das war's. Ja, lief doch ganz gut, oder? Lara auch mal wieder am Start, freuen sich die Leute doch. Lara. Schon klar. Ja, Lara. Das ist nicht Lara, Marc. Lara ist nicht mehr bei Game 2. Liest du keine Comments oder was? Das ist Markus mit einer Lara-Perücke. Das ist hundertprozentig Lara und das ist ihre echte Frisur, also... Hallo, Mama? Ja, ja. Mir geht's gut. Ja, hast du es gesehen? Ja, ich war diesmal ganz alleine für die Requisite verantwortlich. Ja, war super. Ja, das war auch mein Lieblingsstück. Und es war absolut entscheidend für die Folge. Ja, genau. Ja, nee, den kann man in so einer Größe gar nicht kaufen, Mama. Nee, ich hab den von Anfang an selber geplant. Ich hab den selber gebaut. Das ist mein absolutes Meisterstück. Ja, danke. Bis morgen. Ja, die Frisur war doch nicht echt. Okay. Moment! Scheiße! Mama! Jetzt ist hier wieder alles... Du Arsch! Ja komm, wenn du hier noch einen Klebestreifen... Moin Moin und hallo. Hi. Die Themen. Ja. Geht das so mit den Schenkeln? Oder geht das so mit dem Stuhl, Tim? Ist der Tim, ist der Stuhl in Ordnung? Ja. Okay. Zweimal dagegen noch. Perfekt. Ja. Hey, wie? Das war nicht Lara. Lara ist gar nicht mehr bei Game 2. Liest du keine Comments oder was? Okay, warte nochmal.